Die liebe Ute wird uns jetzt vom Naku-Stand erzählen, was sie da macht. Augenscheinlich sieht man ja sehr viel Kunststoff, aber es ist nicht so, wie es aussieht. Und jetzt werden wir mehr darüber erfahren. Genau. Also, hallo, ich bin von der Firma Naku. Naku ist die Kurzform für natürlicher Kunststoff und heißt nichts anderes, dass wir aus Pflanzen Dinge des täglichen Lebens machen. Also das heißt, aus Maisstärke ist das Ganze gefertigt und nicht aus Kunststoff. Und das ist die echte Alternative eben zum Plastik mal. Das heißt, wenn das Geschirr kaputt ist und ich würde es auf den Kompost schmeißen, verrottet es dann binnen kürzester Zeit, oder? Nein, also es ist so, es würde dann schon verrotten, es braucht keine 600, 800.000 Jahre, aber die Spritzgusssachen, die brauchen auf jeden Fall wesentlich länger, bis sie verrottet sind. Die bräuchten eine technische Kompostieranlage. In einer technischen Kompostieranlage müssen sie in 90 Tagen verrotten. Das heißt, sie werden geschreddert, klein gemacht und dann mit einer Miete, so nennt sich das, angesetzt und dann müssen sie verrotten. Wobei, das ist nicht unbedingt unser präferierter Weg. Unser Weg wäre eher, wenn das kaputt ist, wenn einmal die Materialströme groß genug sind, dass man das Ganze wieder sammelt, am besten zu uns zurückschickt und dann wird es von uns wieder regranuliert und dann wieder in ein anderes Kunststoffprodukt einfließen. Das gibt es in der Kunststofftechnik ja schon, die Firma Tupperware ist bekannt dafür. Ja. Die machen das so, wenn man das kaputte Geschirr zurückschickt, kriegt man sogar ein neues gegen einen kleinen Unkostenbrei. Man muss auch was dazu zahlen, also man bekommt es nicht. Aber das wäre dann in etwa so ein Ansatz, oder? Der Ansatz ist derselbe und eigentlich ist es auch vom Prinzip her nicht schwer oder es wäre nicht schwer, bloß die Materialströme sind noch zu gering. Ich hatte jetzt neulich eine Kundin, die hat es auch gut gemeint und die hat mir eine kaputte Butterdose zurückgeschickt. Natürlich nehmen wir die gerne wieder, aber dann hat sie das unkostenfrei geschickt und dann habe ich 10 Euro für die Transportkosten gezahlt. Das Regranulieren kostet natürlich auch noch was. Also das heißt, ich hätte das ganze Ding vergolden können und dann ist halt der Nachhaltigkeitsgedanke, vor allem mein Geldbeutel wurde dann immer blasser dafür. Nee, aber der Plan ist es, dass wenn die Mengen groß sind, wenn wir mal so groß sind wie Tupperware, dann ist es genau der richtige, vernünftige Weg eigentlich. Das heißt, in Europa bezahlen wir nicht nur ihr, sondern auch die Konsumenten die ARA, also die Verpackungsabgabe. Dann könnte man das ja eigentlich über die ARA steuern, ne? Wir sind nicht mehr bei der ARA, wir sind extra weggegangen deswegen von der ARA, wir sind bei der Reclay Group mittlerweile, weil die sich dem Thema biogene Verpackungen meines Erachtens intensiver angegangen sind und die versuchen dann dafür eben eine Lösung zu finden. Also deren Ansatz ist es eben, uns nicht als problematisch zu sehen, sondern eigentlich als neuen Wertstoff, mit dem man etwas machen könnte oder so. Und das hat uns halt vom Gedankengut her sehr gut gefallen und deswegen sind wir da gewechselt. Und ja, eigentlich so sollte es sein. Frage noch, wie lange gibt es die Firma Naku.at? Also Naku offiziell gegründet haben wir uns am 31. Mai 2007. Das ist nämlich lustigerweise auch der Geburtstag von meinem Mann. Das war aber eher Zufall, deswegen kann ich mir das Datum gut merken. Aber Forschung und Entwicklung tun wir eigentlich seit dem Jahr 2000. Und dann haben wir eben gesagt, wenn man sowas macht, muss man es ganz oder gar nicht sagen. Und dann war das für uns eigentlich ein ideologisches und ja, uns blieb gar nichts anderes übrig. Wir haben gesagt, wir müssen unser Wissen für sowas einsetzen und haben uns dann gegründet. Und dann hat mein Mann ist zu mir hergekommen und hat gesagt, Ute, alleine kann ich das nicht machen. Ich bin ein Techniker, ich habe keine Ahnung, wie man solche Dinge vertreibt. Machst du das? Und dann habe ich gesagt, klar, wozu machen wir das? Und seitdem sind wir die Kampf- und Kommandoeinheit und sind gemeinsam am Markt unterwegs. Finde ich toll. Euch gibt es quasi länger als 7 Jahre. Das heißt, ihr habt Bestand. Man sagt halt, wenn man die ersten 5 Jahre überstanden hat, dann kann man sich am Markt in einigermaßen behaupten. Ich wünsche euch viel Glück, klare Empfehlung, in Zukunft kein Tupperware mehr, sondern bei Naku.at einkaufen. Bitte, gerne. Also bei Fragen und wirklich immer uns gerne anfragen. Wenn es geht, versuchen wir wirklich für jeden Kunden ein offenes Ohr zu haben. Manchmal, da schießen wir uns leider zeitlich immer. Also das ist dann einfach quengelnd dranbleiben. Das ist die Aufforderung, nicht locker lassen. Wir nehmen uns wirklich gern Zeit für unsere Kunden. Es scheitert nur manchmal, dass wir nur einen Kopf und zwei Hände und einen Schnabel haben. Da auf dem Stand der Firma ist Skrein. Dankeschön, danke. Und der junge Mann wird uns jetzt erklären, worum es da genau geht. Es geht darum, dass wir faires Gold seit 1. Oktober 2013 eingeführt haben.
komplette Werkstatt umgestellt haben auf Ferngold. Es handelt sich darum, dass wir Fairsgold besteht 40% aus Fairtrade, 60% aus Recyclinggold. Recyclinggold bedeutet einfach, dass wir altes Gold einschmelzen und zu neuen Schmuckstück verwenden wieder. Heißt das jetzt, wird bei Ihnen der Goldschmuck billiger? Wird nicht billiger, nein. Bleibt so. Es handelt sich darum, dass wir ein bisschen mehr zahlen müssen, aber der Preis bleibt für die Kunden gleich. Genau. Gut, und Sie sind jetzt nur eine kleine Firma oder machen das schon mehrere? Wir sind die Ersten im deutschsprachigen Raum, die das machen. Ah. Genau. Gut, dann bräuchte ich noch ein Katalog von Ihnen, das werden wir dann sicherlich auch veröffentlichen. Da haben Sie eine private Werbung auf YouTube. Dankeschön. Jetzt sind wir am Stand auf Ihrem Alpensolar. Im Prinzip sagt es ja eh schon aus, was ihr macht, ne? Alternative Energie. Genau, intelligente Energie. Es ist ein Richtmikro, ja, wenn ich dir es hinhalte, dann hören wir was. Wenn du jetzt redest, hören sie dich nicht, ja? Außer sie können Lippen lesen. Ne? Okay. Ja, also es geht hier im Endeffekt um intelligente Energie, die Energie zu nutzen, da wo sie gebraucht wird, nicht mehr wie früher, wo man Energie erzeugt hat, um sie zu verkaufen, sondern wirklich sie intelligent zu nutzen, zum einen zum Heizen, zum anderen zum Speichern und natürlich für den Eigenverbrauch im Haushalt, dass man wirklich auch einen gewissen Grad an Autarkie eben erreicht. Also die typische dezentralisierte Energieverwaltung bei sich zu Hause, ne? Ja, so kann man es sagen. Man kann es dann das Ganze dann auch steuern. Also zum Beispiel jetzt dann wirklich tagsüber den Strom der Photovoltaikanlage direkt eben auch zu verbrauchen und dann zum Beispiel mit Zeitschaltuhren wirklich intelligent zu handeln. Wir haben dann auch Überwachungssysteme, wo man das Ganze dann auch von außerhalb, also sprich übers Internet, über Tablet, dann die Möglichkeit hat, eben auch seine Waschmaschine, Spülmaschine einzuschalten. Für wirklich preiswerte Systeme, die sich wirklich der Endverbraucher am Ende auch leisten kann. Und das ist das Interessante an dem ganzen System, eben wirklich seine Energiebedarf, den man im Haushalt hat, wirklich intelligent zu managen. Das Lustige daran ist, das, was du jetzt da erzählt hast, gibt es schon seit Jahrzehnten in Dänemark. Wenn es dort stürmt, ja, dann wird Wäsche gewaschen, gebacken und was Gott was, weil dann rennen die ganzen Windgeneratoren. Ja. Und wenn eben die Sonne scheint, dann begnügt man sich eben nur mit Solartechnik und das war's. Genau, aber... im Prinzip nichts Neues, aber in den Alpen schon neu, ne? Ja, nein, es geht schon noch ein Stück weiter. Also wir gehen nicht her und fahren von der Arbeit nach Hause, weil jetzt gerade der Wind bläst oder weil jetzt gerade die Sonne scheint, sondern wir haben auch wirklich Möglichkeiten, das wirklich selbstständig machen zu lassen, sprich zum Beispiel, wie gesagt, über dieses intelligente System von SolarLog, wo man dann einfach die Möglichkeit haben, der erkennt, okay, jetzt kommen 2 kW, jetzt kann ich die 2 kW intelligent verbrauchen. Also wir haben da wirklich ein System aufgebaut, wo man am Endeffekt wirklich dann die Energie auch so nutzen kann, wie man sie braucht, ohne großen Aufwand. Und das ist der wichtige Punkt an der ganzen Sache. Also kann man sagen, das ist schon so, dass es auch geht in Richtung Smart Home zum Teil? Ja, genau. Smart Home kann man ja im Prinzip heute kamot nachrüsten. Ne? Das kostet dann nicht mehr so viel wie vor einigen Jahren. Ja, richtig, genau. Unter anderem gibt es diese Möglichkeit, genau. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit des PV-Heizsystems. Das bedeutet Marktneuerung jetzt von der Firma Renergy in Zusammenarbeit mit der Firma Alpensolar. Es ist einfach ein Heizsystem, das intelligent seine Prioritäten abarbeitet. Erste Priorität kann sein Stromverbrauch im Haus, zweite Priorität diese spezielle Steckdose, dritte Priorität der Kessel, die Warmwasserspeicherung, vierte Priorität das Elektroauto. Da kann man dann die Prioritäten festlegen, wie man das haben möchte und das arbeitet dann nacheinander seine Prioritäten ab und am Ende ist es dann hat man dann den Strom einfach effektiver genutzt, wie wenn man einfach nur eine Photovoltaikanlage den Strom dann ins Netz speisen würde. Ja. Und für den Endkunden eben auch eine erschwingliche Lösung bieten wir hier an. Eben in Kombination mit Solarmodulen, dem Wechselrichter und dem SolarLog-System,
wie der Kollege schon schön zusammengefasst hat, auch den Photovoltaik-Heizsystem. Ja, es ist ja leider Gottes so, dass man für Strom von den Anbietern kaum was bekommt. Ja, ja, das stimmt leider. Das ist auch anbieterabhängig, muss man dazu sagen, hier in Österreich. Das kommt darauf an, ob man jetzt bei Wien Energie ist oder bei einem anderen freien Anbieter. In Österreich ist es egal, du bekommst überall gleich viel wenig, ja? Genau, aber der Hauptpunkt, worum es uns ja jetzt geht, ist nicht Geld damit zu verdienen, sondern wir wollen ja im Endeffekt sowohl Heizleistung als auch Kilowattstunden Stromleistung einsparen. Und das ist ja das Interessante an dem ganzen System. Um wirklich eine bis zu 70%ige Autarkie können wir aktuell wirklich erreichen, effektiv, auch unter anderem mit Wärmepumpen, wo man wirklich sagen muss, wir sind einfach gewissermaßen unabhängig. Und das ist auch schön. Ja, das ist ja das große Problem in Österreich, wenn man Strom spart, ja, dann wird man bestraft mit erhöhten Leitungsgebühren. Ja, weil irgendwo muss ja der Energiebetreiber das Geld wieder reinbringen. Deshalb wäre es auch zu wünschen, dass wir eine dezentralisierte Stromverwaltung haben. Ne? Ja, aber wir haben ja auch eine Förderung in Österreich. Ja. Die Förderung beläuft sich bei einer 5-kW-Anlage im Durchschnitt liegt sie bei einer 5-kW-Anlage zwischen 1600 und 2000 Euro und das kann man ja auch mitnehmen. Das kann man mitnehmen, allerdings muss man zu Silvester sehr schnell sein, ja, weil die sogenannten Kontingente sind 5 Minuten nach Mitternacht ausgeschöpft. Nein, das ist falsch. Das sind die Kontingente für die Volleinspeisekontingente. Ja. Wir reden jetzt hier wirklich von Eigenverbrauchkontingent und der ist verfügbar und nicht ausgeschöpft, aktuell immer noch nicht, fürs ganze Jahr noch nicht. Aha, wieder eine neue Information erhalten, danke. Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da weiterhelfen mit unserem Kurzstatement. Doch, ich nur eine Frage, wie lange gibt es euch schon, also Alpensolar? Seit 12 Jahren im deutschen Markt tätig, haben jetzt eben mit einem Kollegen hier zusammen eine Zweigstelle in Wien eröffnet vor 3-4 Monaten und merken, es wird immer mehr, die Leute interessieren sich dafür, es ist eine super Sache und vor allen Dingen die Strompreise werden in den nächsten 20 Jahren nicht steigen, sinken, hoppala, die werden nicht sinken, sie werden steigen und zwar 5-8% und das ist der nächste Punkt, wo man am Ende wieder wirklich was einsparen kann. Die wenigsten wissen, die 5-8% sind nicht in den nächsten Jahren, sondern das ist zu rechnen in den nächsten Jahren jährlich, ne? Jährlich, ja, natürlich. Also reden wir im Prinzip von 40-50% Stromkostensteigerungen, ne? Vom Prinzip. Man weiß es nicht, wie es sich entwickeln wird. Das hat man auch gut beim Öl gesehen, beim Benzin. Wie war es denn? Mai haben sie sich früher über 1 Euro aufgeregt. Mai haben sie sich über 1 D-Mark aufgeregt, ja. Mai haben sie sich über 1,30 Euro aufgeregt. Die haben sich über so gut wie alles aufgeregt, aber nie hat jemand was dagegen gemacht. Und jetzt sind wir schon teilweise bei 1,50 Euro, ja. Zu Spitzenzeiten, das kann Strom irgendwann mal genauso passieren, ja. Es wird so passieren, es war in Österreich so, dass man sich aufgeregt hat über 13 Schilling Benzin in den 70er Jahren. Mittlerweile bezahlt der Autofahrer ohne zu meckern 20 und noch mehr Schillinge. Ja. Das sind alles sehr interessant, aber ich glaube, mit dem Solar. Ja, was ich noch sagen wollte ist, man kann Strom sparen in Österreich. Ja. Nur, wie gesagt, man wird bestraft dafür, ja, mit erhöhten Leitungsgebühren. Ich habe es am eigenen Leib gespürt. Also. Okay. Sind Sie Besitzer einer Photovoltaikanlage, oder? Nein. Persönlich? Nein. Ich habe meinen Stromverbrauch dadurch reduziert, dass ich meine komplette Beleuchtung auf LED umgestellt habe, dass ich alle Verbrauchsgeräte auf A+ oder A++ umgestellt habe. Bin unter einen gewissen Wert gefallen und zahlt dadurch automatisch erhöhte Leitungsgebühren. Das hat aber dann in dem Fall nichts mit einer Photovoltaikanlage zu tun. Das ist schon klar, ja. Genau. Also mit einer Photovoltaikanlage und da werden selbst die höheren Leitungspreise oder wie sie es nennen, Leitungsgebühren, die werden nicht ausschlaggebend sein, dass es die Photovoltaikanlage sich wirklich rentiert und dass man sich wirklich auf 25 Jahre effektiv Geld sparen kann.
Das ist schon richtig, 25 Jahre Geld sparen. Wir wissen, dass die Zellen länger halten. Also die längste, die im Betrieb ist in Deutschland, jetzt derzeit 35 Jahre, soweit ich weiß. Ja. Es ist halt nur, nach 35 Jahren ist die Effizienz nicht mehr so hoch wie zur Anschaffung. Aber das sage ich mal, die Technik schläft auch nicht und wir können ja in Zukunft, glaube ich, denke ich mal erwarten, dass es was Besseres gibt. Zu sagen zum linearen Leistungsabfall bei den Solarmodulen, wir arbeiten mit einem der namhaftesten Hersteller im europäischen Raum zusammen, mit einem hochqualitativen normalen, also Solarmodul im Poly- und Monokristallinbereich, und der bietet auf 25 Jahre Laufzeit einen linearen Leistungsabfall von nicht mal 20%, also das ist ein sehr guter Wert, der mit diesen Modulen auch eingehalten wird und auch möglich ist, ja. Gut, jedenfalls ich danke für die Infos. Sehr gerne. Danke auch.